Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie. Wie versprochen, will ich euch heute meine vier Favoriten aus dem Sektor Gesundheitswesen REITs vorstellen. Drei davon sind alte Bekannte, eines ist ein ganz neues Unternehmen, aber seltsamerweise der einzige Dividenden-Champion in der Branche. Haben wir aber noch nie besprochen. Also, fangen wir an mit einem Monatszahler LTC Properties. LTC Properties hat bis 2017 die Dividende regelmäßig angehoben. Damit hat man dann 2018 aufgehört. Das liegt daran, dass das Unternehmen in einem Bereich tätig ist, der im Augenblick zu den gebeutelten Bereichen des Gesundheitswesens gehört, nämlich den Pflegeeinrichtungen. LTC steht nämlich für Long-Term Care, also für langfristige Pflege. Man hat Pflegeheime für Senioren, Demenzkliniken und Pflegeheime. Alles Bereiche, wo es im Augenblick ein sehr schwaches Wachstum gibt. Wir haben also hier auch ein erwartetes Wachstum nur von 1,76% per annum bis zum Jahr 2023. Und insgesamt die erwartete Rendite, die man hier pro Jahr erwirtschaften könnte, wenn man den Analysten glaubt, die liegt bei etwa 12%. Da kommt also der größte Teil aus den Dividenden. Kurssteigerungen sollte man hier nicht unbedingt erwarten, obwohl man natürlich an dem Fastgraph sieht, dass das Unternehmen in der Vergangenheit im Kurs durchaus zugelegt hat und das kann sich natürlich auch jederzeit wiederholen. Der zweite im Bunde ist Medical Properties Trust. Das Unternehmen habe ich schon mehrmals besprochen. Es ist der einzige reine Krankenhaus-REIT. Noch dazu einer, der zwei Charakteristika aufweist, die nicht selbstverständlich sind für US-REITs, nämlich erstens eine internationale Diversifizierung. Es gibt also Krankenhäuser nicht nur in den USA, die MPW gehören, sondern man ist auch beteiligt an Kliniken in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, in Spanien, in Großbritannien. Also in vielen Ländern weltweit mittlerweile hat sich über relativ große Beteiligungen in Pakete von Kliniken in der Schweiz und in Großbritannien gerade im vergangenen Jahr und 2018 eingekauft. Und das führt dann eben zum zweiten besonderen Punkt bei MPW, das ist ein relativ starkes Wachstum. Das wird getrieben durch Akquisitionen, habe ich ja gerade erklärt. Und das führt dann dazu, dass MPW auch immer wieder dadurch auffällt, dass sie Aktien emittieren. Das ist der einzige Weg für einen stark wachsenden REIT, wenn man ohne neue Verschuldung solche Akquisitionen stemmen will, wenn man wachsen möchte, denn Kapital im Unternehmen zu akkumulieren für Investitionen, das ist einem REIT ja per Gesetz fast nicht möglich. Die müssen ja 90% ihres ansonsten zu versteuernden Gewinns als Dividende ausschütten. Das führt dann immer wieder zu günstigen Einstiegsgelegenheiten, wenn also MPW eines schönen Tages wieder mal um 5, 6 oder 7% abstürzt an einem Tag, weil sie bekannt geben, dass sie wieder für 500 Millionen oder für eine Milliarde oder wie viel auch immer Dollar neue Aktien ausgeben, dann ist das ceteris paribus ein schöner Einstiegstag. Also gerade wenn es solche Rücksetzer gibt und das Unternehmen ansonsten keine schlechten Nachrichten hat, dann kann man an solchen Tagen auch immer günstig nachkaufen. Ich selbst habe in den vergangenen Wochen meine Position in MPW massiv aufgestockt. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Keine Empfehlung, nur ein Tipp, einfach mal drauf zu achten. Auch der dritte im Bunde ist ein alter Bekannter, Omega Healthcare Investors, OHI. Auch die sind im Sektor Alten- und Krankenpflege, Behinderteneinrichtungen, also alles, was mit Pflege zu tun hat, Rehabilitation, tätig. Das ist eine Firma, die, wie man sieht, auch schon sehr lange existiert und die seit 17 Jahren eine steigende Dividende zahlt. Im Jahre 2001 kam das augenblickliche Management als Interimsmanagement an Bord. Damals stand OHI nämlich vor der Pleite und musste ja vom Management gerettet werden. Die Dividende wurde ausgesetzt. Damals war eins passiert. Die Gesetze in Amerika hatten sich zu Ungunsten der Pflegeeinrichtungen geändert. Das führte zu massiven Pleiten. Und als die ganzen Heime, die Betreiber der Heime ihre Mieten nicht mehr bezahlen konnten an OHI, da stand dann eben auch OHI
am Rande des Abgrunds. Jetzt kann man sagen, heute sind sie einen Schritt weiter. Ja, sie sind drüber hinweg. Das Interimsmanagement ist nämlich immer noch an Bord. Und in den letzten 3 Jahren hat die Firma wieder eine schwierige Phase durchgemacht. Ich erinnere mich auch an einige Videos und heiße Diskussionen auf diesem Kanal, ob denn OHI demnächst die Dividende kürzen würde. Ich habe sie dann nochmal massiv eingesammelt, als sie so weit gefallen waren, dass es 10% Dividendenrendite gab. Und ich habe es bisher nicht bereut, denn rechtzeitig, um den Status als Mitglied der David-Fish-Liste nicht zu verlieren, hat OHI wieder angefangen, die Dividenden zu erhöhen. Es gibt im Augenblick 67 Cent pro Quartal und nach den letzten Earnings wurde auch diese Dividende bestätigt. Der einzige Champion unter den Gesundheits-REITs, das ist unser letzter Favorit und einer, den ich nicht im Portfolio habe, United Health Realty Income Trust, so heißen sie. Also Realty Income ist das O, aber United Health, oh nee, Universal Health, so heißen sie, Universal Health Realty Income Trust ist ein Dividenden-Champion mit 34 Jahren ununterbrochenen Dividendensteigerungen. Und ja, es ist schon bezeichnend, dass ich den Namen überhaupt nicht aussprechen kann. Kennt kein Mensch das Unternehmen seltsamerweise. Es gibt auch kaum irgendwas darüber zu lesen. Es ist einer von jenen Gesundheits-REITs, die in 20 Staaten Amerikas unterwegs sind, haben 71 medizinische Einrichtungen, Krankenhäuser, Kliniken, Medizinbüros, Praxen, Labore, aber eben auch Reha-Einrichtungen und einen kleinen Abzweig in Richtung Childcare, also Vorschuleinrichtungen, Tagesbetreuungen für Kinder, insbesondere in Pennsylvania. Da werden diese Sachen betrieben. Wächst unheimlich langsam. Die Wachstumsrate, die hier angezeigt wird, ja, liegt bei null. Und man sieht, das Unternehmen ist natürlich auch irgendwo von der Qualität her ein Standard, ein Goldstandard, wenn man das so will. Es ist ja der einzige Dividenden-Champion aus diesem Sektor, was man eben auch am Preis und an der Bewertung eindeutig erkennt. Mit 2,86% Dividendenrendite ist es für mich als REIT kein besonders lohnenswertes Investment. Zumal, wie gesagt, hier findet kaum Wachstum statt. Aber es lohnt sich mal genauer hinzuschauen, wenn man eben etwas sucht, was sicher ist, von den Dividendensteigerungen her. Die sind zwar auch eher mikroskopisch, aber sie kommen Jahr für Jahr und das mittlerweile über 3 Jahrzehnte. Das spricht schon für eine gewisse Qualität. Und man muss ja nicht im Augenblick kaufen, man kann ja auch durchaus mal auf einen schönen Rücksetzer warten. Manchmal gibt es ja solche Schnäppchengelegenheiten. Wie immer soll das Ganze keine Empfehlung sein. Ich wollte heute einfach nur noch mal einige Favoriten zeigen, ein bisschen auf diesen Sektor aufmerksam machen. Es gab dazu viele Fragen und die wollte ich gerne beantworten in diesem und im vorangegangenen Video. Wie immer gilt, jeder passt selbst auf sein Geld auf, macht seine eigene Due Diligence. Ich wünsche dabei wie immer viel Erfolg, freue mich auf Kommentare, Diskussionen, Fragen. Euer Nils Gajowi.